Arschlöcher! Fuck! Scheiße, beschissener Scheiß! Runter, runter! Sie stehen da oben! Feuer erwidern! Los! Das war verdammt knapp! Jetzt geht's ab hier, was? Rachel! Wo bist du? Rachel! Halt! Warten Sie! Ein Demo! Fick dich! Die Wichser sind schwer zu treffen. Die rücken vor. Wir müssen zu Tor. Ja, ihr mich auch. Schmeißen wir ihn mit WP ein. Kein Phosphor auf Menschen schmeißen. Na, komm schon. Sollen wir etwa am Lagerfeuer Händchen halten und Kumbaya singen? Jetzt halt mal die Klappe und lass mich nachdenken. Nachdenken worüber? Wir werden massakriert. Ist WP jetzt genehmigt? Na ja, komm, was soll's. Feuer frei. Feuer frei! Oh, Wurmpuff. Ich halte sie auf. Gebt mir Deckung und holt Joey da raus. Achso. Ui, das war knapp. Hängt das Gewehr noch in der Luft? Verdammt, ich sterbe, Nick! Bullshit, Mann! Ich weiß, es tut weh und du stirbst doch nicht! Halt still, ganz ruhig. Ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Halt bloß still. Ich soll ein Cookie-Spiel den. Lügner. Ja, der Kollege ist ein Moss. Und kaputt. Nee. Aufschwärmen und kämpfen! Verdammt! An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Krieg ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over! Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ vorgedrungen. Super. Black Hawk down! Black Hawk down! Oh. Passiert da gerade? Ja. Auf den Boden, sonst blass ich dir deine verdammte Birne weg. Ja, nur ins Bein schießen, nur ins Bein. Nur ins Bein. Ich habe ihn nur ins Bein geschossen, er sollte nicht weglaufen. Schieß nicht daneben. Na, Quicktime und nicht Quicktime. Okay. Okay.
Ah, ich dachte ja. Jetzt geht's abwärts. Jetzt geht's in die Ruinen. Rachel! Ich glaube, wir haben den Eingang gefunden. Scheiße! Du wolltest den Eingang finden, jetzt hast du den Eingang. Ach. Ach, sieh mal an. Das ist aber ein Schäppchen Sand drauf, du. Oha. Wenn man sich mal vorstellt, wie groß die Statue vorher war, das ist schon... Jo, geht es weiter? Und wir sind wieder alleine. Also muss Cookie wieder weg. Hier, Mailman 2-1 Actra. Alle Teams bitte kommen. Over. Scheiße. Na, jetzt wird's spaßig. Jetzt geht's ab. Das sind wir aber, ne? Finde deinen Verbündeten. Finde Nick. Nickelodeon oder was? Okay, das ist doof. Okay. Der Rest der Truppe muss hier irgendwo sein. Drücke LB zum An- und Ausschalten der Taschenlampe. Benutze R zum Ziel mit der Lampe. LB. Okay, alles klar. Überschlag dich bloß nicht, Kumpel! Da ist nichts weiter, ne? Das klingt nicht vielversprechend. Aber wir gehen einfach erstmal hier weiter. Ich weiß gar nicht, ob es da noch einen anderen Weg gab. Dieser Tempel gewesen ist und wie viel Sand da jetzt oben drauf liegt. Alter Schwede, da liegt schon ein bisschen Sand. Achso. Okay. Haben wir hier noch so ein bisschen? Okay. Dann. Nein! Ich wollte doch nur mal gucken. Kuchen wollte ich doch nur mal. Oh. Bist du's, Nick? Okay, das müsstest du sein. Das bist du, ne? Ja. Ja. Ich hab dich übrigens Was angegriffen. Haben wir denn hier? Du hast mich angegriffen? Deswegen die Frage, welche Sprache. In Gottes Namen sind wir okay. Gelandet. Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Medivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Nick? Nick, was ist los? Hab was gesehen. Was meinst du, was gesehen? Es sah nicht menschlich aus. Hm. Im Tunnel. Hm. Okay. Das ist ungünstig. Hätte im Hubschrauber bleiben sollen. Sah nicht so aus wie du. Verdammt, hab's gewusst, du warst noch nicht einsatzbereit. Ich schwör bei Gott. Zieh Gott nicht in diese Scheiße rein. Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr hören. Du reißt dich jetzt verdammt nochmal zusammen, bevor du uns umbringst. Du musst mir glauben. Nein, glaub du mir, Sergeant. Du hast nichts gesehen. Erstmal müssen wir hier raus. Genau. Hier war irgendwie links eine Tür, aber ich habe noch nicht überall geguckt. Also hier, neben der Hand war eine Tür. Gesehen? Also eben, die mich meintest, so bist du bist mit dem Haus, lag ich oben auf dem Berg. War nie gut in Geschichte. Ach so, okay. Ich hab den Helikopter runtergeschossen. Hier ist noch so eine Visionsding, so eine Visionskachel. Okay. Ach, du warst hier also schon frei, dann. Ne, ich war die ganze Zeit der Soldat hier, dann mit dem Cappy. Ja. Ach so. Einen Moment. Okay, ich dachte, jetzt das mal ein bisschen. Was macht der? Man musste ja auch mal angucken, irgendwie. Fällt da einer in so einen Schacht rein.
Was, Nick? Da hatte ich auch vorhin noch eine andere gesehen, eine andere Szene. Mhm. Also, guck dir erstmal das Video an. Genau, ich hau mal gerade drauf. Ich will gar nicht. Bist du da sicher? Ich habe das Gefühl, unsere Wege trennen sich bald wieder, nachdem ich das gesehen habe. Das kann sein. Ich hatte vorhin auch noch mal ein anderes Video gesehen. Da hast du, also du hast ja vorhin diese Tistel ja gespielt. Ja. Blondine. Und die hat mich nachher mit einer Waffe bedroht. Also das, okay. Das war vorhin noch eine Vision, die ich gesehen hatte. Ah ja, LB war es. Hier geht's auch noch rechts weiter. Wo bist du? Du bist da? Ja, ich gucke hier einfach nur gerade, was es hier noch so Schönes gibt. Okay. Guck mal, hier ist auch noch was. Ganz schön dunkel hier. Oh ja. Was haben wir da? Knochen. Kann ich damit drauf schauen? Nee, das muss ich extra machen. Du hast ein Geheimnis gefunden. Okay. Hey, Yorick. Dein Zehen hat jemand übel mitgespielt. Hm. Ausgeschlagen? Hurra. Okay, ich mach einfach mal gerade. Ich weiß nicht, kommst du da durch? Nö. Okay, warte, ich guck mal schnell. Durchlöcherter Schädel. Kugeln oder. Ach nee, okay. Oh, Scheiße. Wo sind deine Zähne, Kuppe? Hm. So, jetzt schon. Wahrscheinlich einer der Wachen oder was? Von vor 6 Milliarden Jahren. So, dann gehen wir sonst mal durch die Tür da hinten. Mal gucken, was sich da verbirgen tut. Ach hier, okay, es ging auf der anderen Seite nämlich auch noch weiter. Auf der anderen Seite ging es auch weiter, wie? Ja, da war so ein dunkler Gang. Ich weiß nicht, vielleicht kam es auch du daher oder ich? Nee, da kam ich, glaube ich, her. Ah ja, okay. Ich glaube, wir müssen das zusammen machen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ja. Das ist ein Job für zwei. Hast Glück, dass ich hier bin. Das ist Mervyn. Oh, okay. Ach du Scheiße. Ach so, ja. Mann, ich versuch's doch. Hör endlich mal auf zu zappeln. Fuck. Schnell. Stacheldraht hängen. Stacheldraht. Wir müssen schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Na, sieht nach Stacheldraht aus. Ich warte hier. Ja. Schneid den Draht durch. Das hört sich ja an, ja. So. Oh, verdammt, er ist am Arsch. Ich kann dich hören, weißt du. Ah. Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Na, du überstehst es ja so, wie der aussieht. Nimm es. Wir bauen dich gleich auf. Okay. Schau gut an. Beeilt euch mal! Wir machen das. Du stehst wach. Wach? Fuck. Weswegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Auf. Plündern und weiter. Ja, tschüss. Oh, was? Was? Tja, war bei dir ein bisschen früher als bei mir. Ja. Da waren es nur drei. Also, naja. Aber wir sollten dann vielleicht mal gehen. Eieiei. Ihn können wir liegen lassen, er ist sowieso tot. Ich wollte gerade sagen, ich bin mal weg. Was ist da bloß? Das interessiert mich nicht so sehr. Oh, das riecht nach Quicktime-Event. Oha, was der im Blut verliert. Ja. Das ist sowieso leer ein paar Meter weiter. Er verblutet. Das sag ich doch. Was willst du da verarzten? Das. Was muss ich mal. Oh, oh. Scheiße! Das ist schlimm. Willst du die Wahrheit hören? Nimm das jetzt mit. Ich spuck es einfach raus. Ungelogen. Mann, es sieht übel aus. Was da auch ist, der hört es zu uns hören. Oh. Alter, wollt ihr jetzt Mittagspause machen? Die Fresse, Mann! Du musst still sein! No. Oh, hab's noch gerade geschafft. So, renn damit! Hämmern! Ja? Lass los, Mann, du bringst ihn noch um! Hä? Oh! Rennen damit! Scheiße! Falsches Gegenmittel, falsche Medizin. Das zusammenreißen, ist das klar. 15 Sekunden! Dass sie. Nee, du bringst ihn noch! Ja. Er wirkt ihn noch nicht! Er ist sowieso gleich tot. Er ist schläft tot. Nur. Jetzt ist er kaputt. Er schläft nur. Nick, du erschreckst ihn. Er ist kaputt.
Nein, der schläft. Kein gottverdammten Puls. Was? Unmöglich. Okay. Ich wollte ihn nicht. Er ist tot, Nick. Du hast ihn erwürgt. Er ist tot. Wo sind die losgeworden? Toll. So, jetzt sollten wir mal abhauen, so langsam. Ja. Der hat jetzt was zu fressen und wir können laufen. Ja, ich weiß nicht, wenn sie auf Todesfleisch stehen. Ich hoffe. Ich meine, ist ja noch warm, ne? Ja, gut, aber trotzdem. Ja, da hast du so keine Chance gehabt. Ja. So viel dazu. Ja. Ich glaube, wir werden das. Ich glaube, wir werden nicht genug. Okay. Ja, siehst du? Und gleich, alles gleich verwertet. Genau. Oha. Ja, schön. Du bist Eric. Achso. Hier stürzt gleich alles ein, verdammt. Wo sind Marines? Alles okay? So. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Alles gut. Ich spreche wieder ausländisch. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Achso, du bist ein anderer. Hier geht's vielleicht raus. Okay, dann ist er. Verlass dich auf mich, Rach. Jetzt gucke ich jetzt gerade wieder ein anderer. Einfach bei mir. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Aber wenn er jetzt gerade ausländisch bzw. arabisch spricht, dann ist er wahrscheinlich bei den. Dann spielt er wahrscheinlich den Soldaten, damit abgestürzt ist. Scheiße. Okay. 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 Dann los. Also, dann kacken wir uns mal ein. Auf geht's. Oder auch nicht. Da geht's steil runter ins Nichts. Hm. Ja, dann rein da. Ja. Ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Man kann auch so ein Feuerzeug Habe dabei ich haben. Einen Stützpunkt gefunden. Hm. Und man zündet sie Crackpfeife an. Was? Sie raucht ja nicht. Ich rauche nicht. Ich zünde mir nur meine Crackpfeife an. Und du? Oder sie macht sich damit den Löffel warm. Dann hat sie ja offiziell auch nicht geraucht. Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Warum greifen sie uns an? Keine Ahnung. Wenn hier unten nichts ist, warum dann der Angriff? Na, weil Krieg ist. Da ballern Leute gerne rum. Okay. Kann ich auch Lämpchen anmachen? Kann ich auch, okay. Kerzen anmachen wegen Romantik. Ah, hier gibt es nur Taschenlampen. Wir müssen ja auch so ein bisschen an den Brandschutz noch denken. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Ah, geil. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Ich glaube, wir müssen zwischendurch auch mal das Lämpchen ausmachen. Weil manchmal dürfen wir, glaube ich, nicht so auf uns aufmerksam machen. Oh, guck mal, die Waffe. Okay, gut. Manchmal ist auch einfach nur noch die Waffe da. Gucken, wie das mal reproduziert. Ja, hier so. Okay. Okay, lassen wir das. Weiter geht's. Erinnert dich das nicht an früher? Du kannst gerne darauf. Ich mich verloren fühle? Ich will nicht darum, ich will mal hier lang gehen. Ich will mal hier gucken. Erfinden wir noch was Schönes. Also, naja, mehr oder weniger Schönes. Ah, guck mal, siehst du? Genau aus dem Grunde. Genau aus dem Grunde. Kann ich hier mal schon gucken. Das ist nicht gut. Da sind wir beide abgestürzt und mich hat's aufgespießt. Das finde ich nicht so geil. Also aufpassen, dass wir nicht irgendwo runterfallen. Na, Ashley, alles klar? Lass mal weiter, Ashley. Ich meine, kurz bevor wir hier, können wir eigentlich noch mal so ein bisschen so, nur so für 5 Minuten oder nicht. Also ich meine, gut, was haben wir hier Schönes? Zurück. Okay, hier könnten wir irgendwelche Hinweise finden, ne? Obwohl, naja, gut, das galt für die Vergangenheit, aber ich weiß nicht, ob das auch für die Gegenwart gilt. Ich guck mal kurz mit dem Controller, ob das... Nee, okay.
Okay. Sieht alt aus. Alt? Uralt. Alt? Das ist Keilschrift. Sumerisch vielleicht. Was ist das hier? McDonald's? Oh, da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Das könnte die Szenerie sein gleich. Nicht, dass wir da abstürzen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir verrecken. Boden scheint stabil. Ja. Ja, sieht gut aus. Scheint stabil. Ah, oh, das ist nicht verkacken. Ja. Siehst du, jetzt muss ich aufpassen. Nur aufpassen. Damit ich es nicht verkacke. Ja. Kein Quicktime-Event, okay. Also was ich schon mal sehr, sehr geil finde, dass das so ist wie im ersten Teil, dass man nicht weiß, was der andere tut. Und man sich teilweise auch gegeneinander entscheiden muss, so wie er vorhin der Iraki gewesen ist. Du lässt dich von Druck nicht kleinkriegen. Da schießt jemand. Hab ich nicht gehört. Wo kommt das her? Nichts wie weg. Wir hatten wieder keine Möglichkeit, hier zu gucken. Das finde ich schade. Kannst du irgendwas sehen? Ja, wir werden hier geflockt. Ist tief. Kommst du dir sicher vor? Wir haben keine Wahl. Hol das Seil. Bitte. Es geht runter. Ach, es geht runter! Ach so! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es runtergeht. Guck mal, das Seil. Es geht runter. Ist das so? So. Oder? Aber das finde ich an dem Spiel wiederum schade. Dass wenn man sich mal was angucken will, irgendwelche Sachen, die man lesen will, kann man manchmal nicht, weil der andere dann weiterklickt oder in einer anderen Situation ist. Und dann kann man das eben nicht lesen. Das finde ich eben schade. Was ist so ganz ein bisschen abrunden? Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Das sieht so aus. Kalis hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Kogito. Was? Ach so. Kogi, wie konntest du dich nur so irren? Sieh dich mal um. Die ganze Scheiße war wofür? Ein paar Fässer und Kisten? Du bist jetzt auch hier, ne? Ja. Okay. Ich lag falsch. Hätte die Daten nochmal kontrollieren. Alle Fälle durchgehen sollen. Aber ich war mir so sicher. Ich verstehe, was es dir bedeutet. Tut mir so leid. Wir machen alle Fehler. Shit, was ist das? Der Weihnachtsmann. Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Hast du das Vieh auch schon gesehen? Nee. Ich hab's schon sehr gut sehen können. Ich noch nicht, hab auch nicht mal die Schüsse das gehört, von der sie gerade gesprochen hat. Archäologie-Zeugs aus. War noch ein Dialog von vorher. Wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Glaubst du, der geht noch? Bestimmt. Braucht nur Benzin. Na. Dann suchen wir mal. Immer ab auf zur Tankstelle. Gut, finde Benzin. Alles klar. Weil das war nämlich gerade, ich war nämlich gerade mit Ehen mich oben, wo wir uns abgeseilt haben. Vielleicht haben die Piloten was gesagt. Das war bei mir eben auch tatsächlich, als ich den anderen gespielt habe. Da war ich gerade was am Lesen, wollte gerade ein Bild angucken und dann ging es bei dir aber weiter. Den anderen geht? Ja, bei mir sah es eher so aus, als es bei dir weitergeht, weil es bei mir hieß so, guck dich mal um und dann wollte ich mir die Dokumente angucken und zack, ging es dann weiter. Genau, das genau. Manchmal also ist das schwierig. Das ist halt immer so ein bisschen irgendwie... Vielleicht wäre es schlauer gewesen, rauszuklettern. Ja, ich finde das schade an dem Spiel, man hat nicht, manchmal nicht unbedingt die Zeit, sich umzugucken. Ja. Wie hier, also da, ich gucke jetzt mal mir das Dokument mal an. Ja. Wenn ich nicht... Hallo, ich will mich da mal umkommen. Ja. Danke. Manchmal ist auch die Steuerung ein bisschen schwammig. Der Fluch von Akkar, das ist dann den du von ihr gespielt hattest. Mhm. Von Eline Journeau.
Gelehrte betrachten den Fluch von Akkar als Fiktion, eine Lehrgeschichte, die die Sumere dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Launen der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutet jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin. In der ursprünglichen Geschichte wendet sich der Gott Enlil gegen König Naram-Sin von Akkad. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antworten, aber nach 7 Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naram-Sin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der tosende Sturm, die Götter gegen Naram-Sin wendet und die Gutea entsendet, um Akkad dem Erdboden gleichzumachen, Bauernhöfe zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Mhm. Okay. Ah, siehst du, so lernt man wieder ein bisschen was. Und das finde ich so schade eben, dass man eben das alles nicht unbedingt mitnehmen kann. Ja. Liest du gerade was vor oder was? Nee, ich habe mir nur gerade was angeguckt. Aber hier gibt es noch ein paar Punkte, die man sich angucken kann. Ich glaube, das hier ist auch der Raum, wo dieser König saß, ne? Wenn du mal da hinten rüber guckst, das ist auch der Thron. Ja, ja, da hinten, wo die Statue ist, da ganz hindurch. Ja, ja. Genau. Da oben saß er. Da hinten. Vielleicht finden wir da ja noch seine Leiche oder was, oder auch nicht. Ach, hier ist Sprengstoff. Kann man auch ins Zelt gehen? Was haben wir denn hier? Ansehen. Ah, hier, Benzin. Oh. Okay, ich habe jetzt gerade mich. Sprengstoffe angewählt und hier ist Benzin. Ah, okay. Weil du das Benzin angeklickt hast. Alles Eric, klar. Hilf mir mal mit den Kanistern. Bitte heißt das. Haben wir auch mal Glück. Wie geht's deinem Bein? Bein? Ja, das ist das, was unten aus dem Körper kommt. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Der Unfall war nicht deine Schuld. Na komm, packen wir es an. Oh Gott. Oh Gott, ja schön. Leuchte mal den Tank an. Alicia. Da müssen mal die Nägel geschnitten werden. Hab ich jetzt? Ja, das auf jeden Fall. Ah, scheiße. Na, Tank kaputt. Der Schlauch ist kaputt. Ja. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Was meinst du? Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Ja, da liegt auch garantiert irgendwo Ducktape rum, garantiert. Ist ja ein Tempel. Mhm. Gut, wir sind schon mal Bescheid, denn dein Bein ist kaputt. Das heißt, du hältst uns auf, ich laufe schnell weg. Nein, Spaß. Obwohl, ich hatte tatsächlich nachher eine Vision gesehen. Da war ich noch oben, da hatte ich gesehen, dass wir beide in ein Loch runtergefallen sind. Du bist irgendwie daneben gefallen und ich wurde aufgespießt. Also, ja, so weit weg sind wir da nicht. Tolle Zukunftsvision. Aber warum nur? Tja. Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Aber wir brauchen Duct Tape. Sprengstoff an dieser Säule, hattest du das eben gesehen? Ja, aber in dem Moment hattest du, glaube ich, Benzin ausgelöst. Mhm. Ich kann das mal anklicken. Kann man sich, glaube ich, nur angucken. Also die wollten auf jeden Fall den Tempel sprengen, wie es aussieht. Also die wollten, dass man hier nicht mal reinkommt anscheinend. So viele Kugeln. Ja, muss ich mal sagen. Vielleicht wussten ja, was uns hier erwartet, deswegen wahrscheinlich. Diese Kameraposition hier ist richtig fies. Ich habe gerade damit gerechnet, dass ich Mann war. Ich kann auch gerade mich nicht bewegen. Ach jetzt. Ja, manchmal braucht er einen Moment, bis er sich dann. Okay. Also das sieht voll so aus, als würdest du da einen kleinen Jumpscare kriegen. Ja, definitiv. Oh, da hinten könnte was sein. Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Nee, ist immer so. Ist das ein Dokument? Nee, das ist. Oh, es ist nur eine Steintafel mit irgendeiner Schrift drauf, ja. Mhm. Ob wir das entziffern können. Huch. Das Ding ist beschriftet. H29. Aber wo ist der Katalog? H29 ist das. Vielleicht finden wir dazu was. A29. Mehr steht da nicht? Nee, nur A29. Das ist so ein Katalog, eine Markierung. Also wahrscheinlich stehen im Katalog drin, was da draufsteht. Mhm. Und Verzeichnis halt. Also manchmal ist die Steuerung echt ein bisschen. Naja.